Wir haben uns was einfallen lassen zu Josefs Geschichte. Josef, kennt ihr alle, ist derjenige, der von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft worden ist. Also Josef hatte eine besondere Gabe, nämlich er konnte Träume deuten. Er konnte Menschen, wenn sie die Träume erzählt haben, konnte er sagen, warum sie so geträumt haben und was da wahr dran ist. In unserer Geschichte hat der Pharao, also der König von Ägypten, etwas geträumt. Der hat etwas geträumt und er konnte diesen Traum nicht deuten. Und dann hat er sich den Josef, der war gerade im Gefängnis, auf jeden Fall saß der in einem finsteren Loch. Und da hat der Pharao den Tipp bekommen, lass dir doch diesen Gefangenen holen, der kann dir die Träume deuten. Wir allerdings haben die Aufgabe, diesen Traum zu finden. Manchmal ist es ja so, dass man sich gar nicht mal an die Träume erinnern kann. Dann muss man erstmal versuchen, die Fetzen dieses Traumes, an die man sich noch erinnert, irgendwie so zusammenzufügen. Das wird jetzt eure Aufgabe sein. Das Spiel bereitet ihr selber vor. Ihr werdet nämlich diese Zettel bekommen und diese Zettel hier im Raum verteilen. Ihr dürft euch was einfallen lassen, ihr könnt es miteinander bereden, denn ihr habt ja dann die Augen verbunden, wenn ihr diese Zettel wiederfinden sollt. Könnt ihr diese Zettel auch verändern? Also ihr könnt sie knicken, knüllen oder was ihr auch immer wollt. Dann geht das Spiel so weiter, wenn ihr die Zettel verteilt habt, schön im Raum, dann werdet ihr diese Zettel wiederfinden müssen. Alle. Also ihr müsst euch mit den Füßen orientieren, alle bleiben stehen, das ist wichtig. Alle dürfen die Augenbinde auch mal, wenn die Angst zu groß wird, absetzen. Wenn ihr einen Zettel ertastet habt mit den Füßen, dann nehmt ihr den auf. Das Spiel darf erst beendet werden von euch, wenn ihr alle Zettel, alle 11 Zettel gefunden habt. Erst dann dürfen alle die Augenbinde abziehen. Hallo? Ja. Bist du das? Das heißt, ihr müsst euch verständigen, wie viele Zettel ihr in den Händen habt. Oh mein Gott! Ich. Sollen wir jetzt mal die Zettel zählen? Ich hab eins. Ich hab eins. Ich hab eins. Also, es war eins. Ich hab eins. Lukas? Du sollst jetzt zählen. Okay, dann sagst du einfach mal die Hand. Ich hab eins. Ich hab eins. Ich hab eins. Oh mein Gott, ich bin gut. Leute, wo seid ihr? Henry? Wer ist das? Henry, wie viel hast du? Ja? Ja, ich hab einen. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben jetzt 9 Zettel. Wir brauchen noch 2. Ich hab keine. Ich hab 2. Sophia? Okay, dann haben wir alle Zettel. Ja! Yay! Alle 11 Zettel gefunden. Jetzt ist es eure Aufgabe, den Traum zusammenzusetzen. Helft mal dem Pharao, indem er jetzt wieder die ganzen Zettel entknüllt, und helft mal dem Pharao, seinen Traum wieder zusammenzuordnen. Ihr müsst es alle zusammen machen, denn jeder hat dazu eine gute Idee. Und so wie ihr jetzt gespielt habt bei dem Traum finden, genauso toll, müsst ihr auch zusammenarbeiten, damit es klappt, diese ganze Geschichte. Ich habe den Traum ja nicht erzählt, sondern den müsst ihr ja irgendwie aus den Zetteln herausfinden. Dann kommt alles. Dann das und dann das hier. Okay. Ich denke, jetzt ist es richtig. Ja, wir haben es. Und zwar bedeuten die, als erstes kommen mit den mit den tollen Kühen und kommen als erstes 7 gute Jahre mit der Ernte, und dann kommen die 7 hässlichen, mageren Kühe, und dann kommen 7 blöde Jahre und das 7 nicht so gute Jahre, und das wird auch noch mal im zweiten Traum. Genau, also dass man zweimal träumt, sagt Josef, das ist... Es wird ganz gewiss so passieren. 7 gute Jahre werden auf 7 schlechte Jahre
Also erst kommen 7 gute Jahre, dann kommen 7 schlechte Jahre. Also muss man in den 7 guten Jahren, das ist seine Idee, sammeln, was wächst, und es für die 7 schlechten Jahre dann gut aufbewahren.